Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Call of Duty Black Ops 6 und ich fahren Richtung Sonnenuntergang. Unser Ziel ist das irgendwo irgendwann. Ich würde sagen, natürlich. Stando, du brauchst so einen Scheiß sonst nicht. So musst du dich nicht umgewöhnen. Nun. Das ist die richtige Zeit, geizig zu sein. Hey. Ja. Hör zu, ich verstehe auf deine ganz eigene Erdlart, dass du uns hier eingeladen. Vielleicht hast du ja Heimrecht. Ist mir aber ziemlich egal. Komm zum Punkt. Was mir wichtig ist und was du verstehen musst, das hier ist mein Team. Du brauchst uns mehr als wir dich. Klar. Wir haben dich aus dieser Blackside geholt und ich kann dich auch wieder zurückschicken. Am Ende bist du ein Fremder für mich. Ich kenne nur deinen Ruf und der ist nicht rosig, Adler. Du musst mir nicht vertrauen, Marshall. Aber es ist vielleicht das Beste für dich und dein Team. Das beurteile ich. Oh, ein Wettbewerb. Aufregend. Brauchen wir ein Lineal? Übrigens, Adler, ich warte noch auf mein Geld. Ich hatte oben was für dich auf Halde, aber es scheint, dass ich im Urlaub ausgeraubt wurde. Mhm. Ja, das hast du uns geliehen. Wollte es dir noch sagen. Überraschung. Ich finde, wir beide sollten etwas Zeit miteinander verbringen. Digga, wes? Die sollten wir haben im Irak. Genau mein Gedanke. Mhm. Hey. Ah, jetzt. Ah, 130. Haben wir denn nur so wenig, ey? Waffenwerkbank. Und was ist das? Achso, Trainingsbereich. Mhm. Was soll ich jetzt machen? Überprüfe die Beweistafel. Ja, mach ich. Iraku. Wer zum Teufel will eine Waffenvorführung unter einem Palast in der Wüste? Saddam Hussein? Zum Beispiel. Wir werden uns als Delta Force Einheit ausgeben und nachschauen, was Sache ist. Mhm. Hilft der SAS im Irak im Tausch gegen Zugang zu Saddams Palast. Okay, machen wir. Ich hoffe, das geht nicht so lang. Der gesuchte Palast liegt im Westirak. In der syrischen Wüste. Aber es gibt ein Problem. Desert Storm. Koalitionsstreitkräfte haben die Operation gegen Saddam Hussein vor 2 Wochen gestartet. Sie schalten so viele strategische Ziele wie möglich aus der Luft aus. Der Palast steht noch, aber nicht mehr lange. Britische SAS-Truppen machen am Boden Jagd auf mobile Scud-Plattformen. Sie haben den Palast für eine Bombardierung markiert. Mhm. Das darf nicht passieren. Pantheon versteckt irgendwas im Bunker unter dem Palast. Wird er zerstört, verlieren wir die Spur. Eine alte Bekannte beim MI6 schuldet mir einen Gefallen. Sie zwang den SAS, den Luftangriff zu verschieben, aber das hat seinen Preis. Wir geben uns als Delta Force ein, damit diese Helen Park uns an die Front bringen kann. Dann helfen wir dem SAS, die Scuds zu beseitigen. Danach gehört der Palast uns. Okay. Dann mal los, ne? Hand. Was? Sehr besiegt. Ja. Der SAS will die Scuds zerstören und ihr wollt ihr den Palast. Wir glauben, die Irater könnten sie jederzeit abfeuern. Zerstören wir die Werfer. Wir blockieren die erste Stellung. Hey, Park! Zur Skatstellung geht's hier lang. Besser. Mir nach. Warte, ich muss kurz die Waffe wechseln. Wir sind auf der anderen Seite der
uns dem Ziel. Okay, okay, okay. Ja, warte doch mal. Ups. Gesichert. Jekyll 1-1, sind gleich in Position. Wir sind auf der Erhöhung. Legen wir los. Circa ein Dutzend Ziele da unten. Okay, okay, wir müssen nochmal machen. Sie starten Sie. Gute Arbeit, Leute. Jetzt zuhören. Pritchard, Skinner, räumt den Scheiß weg und entladet die Trucks. Bestätigt. Wir richten hier ein Lager ein. Deine Crew ist nicht schlecht, Park. Ha, mal sehen, was die sonst noch können. Mhm. Was sind jetzt? Das wird jetzt unsere neue Operationsbasis. Hier. Du hast die Ehre, die Taktikkarte zu tragen. Es ist ein recht großes Gebiet. Sie wird dir nützlich sein. Wir müssen noch 3 Skat-Stellungen neutralisieren. Bleib wachsam da draußen. Vielleicht findest du noch mehr interessante Sachen. Was ist das denn? Mhm. Gladney hilft deinem Team in den Palast hinein, wenn ihr die Skats zerstört. Helf ihm. Mal sehen, ob er sein Wort hält. Rede selbst mit ihm, wenn du willst. Er bleibt hier und koordiniert die Logistik für den SAS. Wenn du bereit für den Einsatz bist, folgen wir dir. Okay. Dann reden wir mal. Mehr als... Brauchst du was? Wir sollen so schnell wie möglich den Palast angreifen. So viel Interesse an diesem Palast. Wenn es nach mir ginge, hätten wir längst in Stücke gesprengt. Der einzige Grund, dass er noch steht, ist Miss Park da drüben. Äußerst interessant. Wir schätzen es, dass sie unserem Team aushelfen. Helft uns mit den verbliebenen Skats und wir helfen euch zu bekommen, was immer ihr sucht. Haben wir Luft- und Schiff? Im Moment nicht. Zu viele beschissene Luftabwehrraketen. In der Nähe wurden gerade erst ein paar eurer Delta-Force-Freunde abgeschossen.
Wir haben einen Kampfhubschrauber. Aber der wird abheben, bevor ihr die Raketenstellungen in diesem Gebiet ausschaltet. Jekyll 1 übernimmt die Skatze in Sektor 7, 8 und 9. Der Rest gehört euch. Unsere Frontspäher sind da draußen und suchen nach den Stellungen. Falls ihr welche trefft, können sie euch vielleicht mehr verraten. Die Iraker haben ein paar neue Lager. Vielleicht feuern sie die Raketen von dort über die Grenze. In diesen Lagern sind unbekannte Sondereinheiten stationiert. Wir wissen nicht, was euch erwartet. Was ist mit zusätzlichen Vor... Ihr seid auf euch gestellt. Das Kommando hat ein paar Vorräte abgeworfen, aber wir konnten sie noch nicht bergen. Wenn ihr sie findet, bedient euch. Okay. Ich wünsche viel Glück da draußen. Nimm was von dem C4 mit. Das Zeug zerfetzt eine Scud-Raketenplattform. Wir brechen auf, sobald du ausgerüstet bist. Jo. Case, wenn du noch irgendwas über die Mission erfahren willst, sprich mit Gladney da drüben. Alle bereit? Warten Sie. Wie fährt der? Ah, der hat genauso viel. Nehme ich lieber dich. Okay. Let's go. Dann mal los. So, wir fahren jetzt hier erstmal nach. Dem hier. Jemand hat sein Boot vergessen. Warte, wir können auch ich mal dran. Ich habe schon danach gesucht. Ist vermutlich schon da drüben. Der orange Rauch markiert eine Vorratslieferung. Könnte einen Blick wert sein. Ich halte die Augen offen. Digga, diese Waffe, Alter. Das wird uns helfen. Wir sollten mitnehmen, was wir finden. Wir müssen weiter. Zack. Weiter geht's. Fahren wir. Ziel, Entdeckung. Ziel gesichtet. Ja, das waren alle. Okay, perfekt. So. Hab Feinde im Visier. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Let's go. Eine Rakete. Wähle die richtige Waffe für den Job? Hä? Digga. Was willst du? Los! Thank you.
Okay. Oh, Mann, ey, ich bin echt zu schlecht dafür. Warte, vielleicht sollten wir hier oben stehen. Ups, ich habe das Auto kaputt gemacht. Hab Feinde im Visier. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Das verrät deine Position. So. Schaltet sie aus! Okay, perfekt. Aufpassen, Scharfschütze! Da oben. So. Den habe ich. Macht sie fertig! So. Ungewöhnliche Feinde. Hier, ein Feind mit einer Minigun. Alle Pantheon. Wir haben wirklich viele Ressourcen. Aua. Hier. Okay, andere Waffe. Kurz warten. Okay. Geh mal weg, du scheiß Minigang-Typ. Okay. Okay, nachladen. Ja, nachladen. Komm, mach hin. Ah, er ist tot. Perfekt. So, jetzt. Sind hier noch zufällig welche? Nee. Okay, weiter. Sehen wir weiter? So. Die Iraker sind in der Nähe. Unten bleiben. Das waren alle. Weiter. Zack. Zerschere Scott. Okay. Iraker in der Nähe. Echt?
nicht abdrücken. Hä, was soll ich sonst machen? Nicht abdrücken. Das kriegen Sie mit. Was soll ich jetzt sonst machen? Sehr schön. Wo sind denn jetzt meine Kollegen hin? Hä? Da. Wer denn her? So. Scheiße, ich sehe nicht. Sag ich. Erledigt sie! Unterwegs! Okay, wir müssen näher ran. Okay, jetzt ist er down. Jetzt müsste ich auf jeden Fall wieder haben. Sie haben den Start eingeleitet. Die Uhr tickt. Schalten Sie aus, bevor Sie starten. Zerstöre das Ding mit einer Fernentladung. Ah, warte mal, ich soll das jetzt mit einer Fernentladung. Eine weniger, noch zwei übrig. Die restlichen kann man an einer Hand abzählen. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zurück, ne? Das war's. Wir sind hier fertig. Abmarsch. Kommt mit, meine Freunde. Wie viel habe ich hier denn noch drin?
250 und ja, passt eigentlich. Ich hab schon Besseres gesehen. Aber sie sind in der Überzahl. Nein, jetzt habe ich das Auto noch mehr kaputt. Ich glaube, ab hier rechnen die mit uns. Sollten sie auch. Ich mag herzliche Begrüßungen. Iraker im Gebiet. Das könnte andere alarmieren. Geh doch mal aus dem Weg. Feuer! Hä, von wo? Unten. Unterwegs. Ziel gesichtet. Ach du Scheiße, Ziel sind das gesichtet. Viele. Das verrät eine Position. Au. Ey, Mann. Ziele gesichtet. Mhm. Ey Leute, woher kommen die auch immer? Ziele gesichtet. Das verrät deine Position. So. Okay Leute, ich würde sagen, das war's jetzt mal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Videoglocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Daumen auf den Tag. Haut rein, Leute. Hört's dann durch. Ciao, ciao. Komm, wir fahren Richtung Sonnenuntergang. Unser Ziel ist das irgendwo im Irgendwann. Hol am Spritty Pink ist Wasser heiß. In mein Bauch so blaue Butterflies. Die Wolken kann aus Fatte sein. Hat Sommer eigentlich ein Waffenschein.